Hallo? Ja? Hallo? Hören Sie mich? Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen im Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten-Crew, deinem Lieblingsort für altes Lego und neues Lego mit retrospektiven Motiven. Und heute habe ich euch ein ganz, ganz kleines Set mitgebracht. Ihr seht, das ist wirklich ultra klein. Ja, guck mal, wie klein das ist im Vergleich zu meinem Kopf, im Vergleich zur Kappe. Aber ganz klein, ja? So. Also es ist wirklich mini. Und wir gucken uns das heute an, denn dieses kleine Set ist zwar ein Mini-Set, das ist wirklich ein Mini-Set. Man könnte fast sagen Mikro-Box, ja, extrem klein. Aber es macht ungemein viel Spaß. Und ich muss das jetzt einfach zeigen. Und ihr wisst, vor kurzem habe ich das in einem Mail-Day aus einem Paket gezogen. Viele Grüße an Florian nochmal. Ich habe lange nach dem Set gesucht mit Box. Denn die Box ist gar nicht so einfach zu bekommen. Und ich finde, diese kleinen Sets, die sind auf alle Fälle definitiv wert, sich die mal genau anzugucken. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt was Leckeres zu trinken, was Leckeres zu snacken. Denn es ist Review-Zeit. Yeah. Chaka. Bevor wir dieses Set bauen, es sind ja wirklich nur wenig Bausteine, ne, müssen wir ganz kurz mal über das Thema Telefonzellen reden. Oder machen wir das? Das können wir auch machen, während wir bauen. Können wir auch machen. Das heißt, wir sprechen als allererstes erstmal über den Preis. Ich zeige euch nochmal ganz kurz dieses kleine Set. Ja, so. Wie gesagt, mit Box habe ich ja schon gesagt, das ist eher etwas seltener. Ich habe das Set vor einigen Jahren von Andy übrigens mal zu Weihnachten geschenkt bekommen, habe mich sehr gefreut. Allerdings ohne Box und habe das jetzt, wie gesagt, mit Box bekommen durch Florians Hilfe. Der hatte das nämlich doppelt und hat gesagt, hier Basti, du hast doch da Bock drauf. Und ich habe, wie gesagt, länger gesucht. Ohne Box kriegst du dieses Set schon ab 5 Euro. In der Regel ist es so für 8, 9, 10 Euro bei eBay drin. Also du musst einfach mal gucken. Manchmal ist das Set auch in Konvoluten drin, ja. Aber das ist definitiv erschwinglich. Das ist überhaupt gar kein Problem, das zu bekommen. Du kannst es dir natürlich auch rebricken. An der Stelle, bevor ich euch sage, was das in etwa mit Box kostet, auch möchte ich auch mal eine Lanze für so eine Sets brechen. Diese Bauanleitungen sind ja mitunter auch online verfügbar und jeder, der von euch Kids hat, kann natürlich mit ein paar Steinen, die man zu Hause in seiner Wühlkiste hat, auch solche Sets einfach nachbauen. Ja, das Fahrrad ist vielleicht ein bisschen teurer, wir gehen nachher auf Preise ein, was die Teile angeht, aber man kann ja auch ein anderes Fahrrad hinstellen und man lässt das Fahrrad einfach weg oder man nimmt ein Fahrrad, was man halt zufälligerweise in seiner Wühlkiste hat. Also Thema Rebricken oder Nachbauen für die eigene City, für die eigenen Kids sind solche alten Sets super gut geeignet, weil die halt sehr, sehr basic sind. So, und jetzt gucken wir uns mal, oder ich gebe euch kurz mal ein Feedback, ein Feeling dafür, was so ein Set, was dieses Set hier mit Box kostet. Da bist du tatsächlich eher so bei 25 bis 30 Euro. Manchmal kannst du das auch günstiger bekommen, aber es wird halt generell nicht oft angeboten. Ne? Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Es kann durchaus sein, ihr macht auch mal einen Glücksfang für einen Zehner oder so. Ja? Wie gesagt, ich habe jetzt länger geguckt, aber so ab 25, 30 Euro solltest du es mit Box bekommen. Es ist total schnuckelig, die kleine Box. Ne? Und eine Sache müssen wir jetzt auch noch machen, bevor wir es zusammen bauen. Ein Blick in den Collector's Guide, historischer Überblick. Collector's Guide, du weißt Bescheid, Link ist unten in der Beschreibung. Da kommt ihr zu einem Blogbeitrag und da könnt ihr dieses wunderschöne Standardwerk für jeden Vintage-Lego-Sammler käuflich erwerben. So. Wir blättern auf Seite 221, die ihn schon haben. Und da ist nämlich oben in der Mitte die Telefonzelle bzw. Telephone Booth. So, 6613. Das Set wurde in Europa, Nordamerika, Australien und Asien verkauft. Hat 24 Teile, kam 1986 auf den Markt, war aber nur bis 1987 im Laden. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier oben. So. Das heißt, dieses Set ist tendenziell eher ein bisschen seltener, denn es wurde nur 2 Jahre verkauft. Es wurde bestimmt sehr oft verkauft, denn es ist ein kleines Set. Was das Set ursprünglich gekostet hat, kann ich gar nicht so genau sagen, denn hier der Preissticker auf der Box ist leider nicht mehr ganz vorhanden. Und dann sind wir auch schon beim Thema Box. Schaut euch mal diese nette kleine Box an. Diese Box ist nicht größer als eine Zigarettenschachtel, aber das hat totalen Charme. Und ihr seht ja bei mir im Hintergrund auch immer eine ganze Menge Sets, die, ja,
auch so klein sind. Ne? Also hier, so in dem Bereich. Früher war das übrigens auch so, ganz kurz mal so ein kleiner Einblick. Ich zeige das ja auch öfter mal in die Linse. Solche kleinen Boxen, das ist in etwa diese Boxgröße, na, vielleicht ein bisschen, kleines bisschen größer, aber das gab es dann auch schon in den 70er Jahren. Ne? So, die waren natürlich dann eher so mit einer Klappfunktion. Das ist natürlich auch ganz cool hier. So. Natürlich auch sehr praktisch, weil du kriegst es immer schön wieder zu. Bei der ist, bei der Box oder bei diesem Typ Box, die es ja für mehrere Sets auch gab, hast du an der Seite so eine Aufreißlasche. Das führt dann dazu, dass diese Aufreißlasche an der Seite so ein bisschen rumflattert. Ne? Beziehungsweise ganz oft sieht man auch diese alten Sets, wo dann die Laschen komplett abgerissen sind und du hast dann hier einfach nur eine Öffnung. Ja, das gibt's auch. Ja? Ist jetzt vielleicht nicht der beste Weg gewesen, aber Lego hat damals eine Box verwendet, die auch tatsächlich, ja, nicht größer als nötig war. Hier passen die Teile gerade so rein. Es ist nicht so, dass da die Hälfte der Box ungenutzt ist. Und es ist halt so ein Artikel, ihr seht ja wirklich, wie klein das ist, den man auch gerne mal an der Kasse irgendwo in einem Spielzeugladen oder einem Schreibwarenladen gut anbieten konnte. Man konnte das hier so wie Matchbox hinhängen in so ein Rack. Und dann konnten Kids das bekommen. Ich schätze mal, dass dieses Set so bei 2, 3, 4, 5 Mark war. Vielleicht war es... Ich überlege gerade, ob ich ein ähnliches Set schon mal in der Hand hatte. Vielleicht war es auch 2,99 Mark, 3,99 Mark. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Und die unter euch, die das interessiert, guckt gerne mal in die Kommentare. Da sind immer eine ganze Menge Preisprofis unterwegs. Also da kriegt ihr dann die Info im Nachgang noch. So. Ansonsten hier oben steht natürlich Legoland 1986. Dann haben wir hier an der Seite noch ein bisschen eine andere Aufnahme. Und hier unten auch noch so ein bisschen so eine andere Aufnahme vom Motiv, von dem Modell. Und auf der Rückseite haben wir sogar alternative Bauvorschläge. Und dieses Fahrrad da hinten mit den Taschen dran, das finde ich ja richtig klasse hier. Guck mal, das da. Ne? Also da hat sich Lego halt wirklich einen Kopf gemacht. Und dank dieser einen Noppe hinten auf dem Fahrrad, anstelle eines Gepäckträgers ist da so eine Noppe, kann man natürlich da hinten auch Sachen drauf tun. Ja, so. Ja, also mit diesen, was hatte ich vorgelesen, 20, 24 Teilen, kannst du doch auch eine ganze Menge machen. Und ich würde sagen, wir bauen das jetzt mal zusammen und philosophieren so ein bisschen über die alten Telefonzellen. Bevor ich das baue, ich muss das mal hier möglichst weit vorne hinschieben, weil die Box ist wirklich so klein. Wenn ich die hinten hinstelle, dann seht ihr die gar nicht mehr. Ah, oh, übrigens, es gibt natürlich coole Shirts bei uns im Shop. Schaut mal bei uns im Shop vorbei. Ich bin übrigens gerade dabei, ein paar neue Designs zu stecken. Die werden dann abfotografiert und dann kommen die auf Shirts und so weiter. Also es wird dieses Jahr auf alle Fälle auch noch die nächste Welle an Shirts geben. Das ist definitiv schon alles im Hintergrund in Planung. Wir brauchen natürlich immer einen Moment Zeit, ist klar. Ne? Wir machen das ja alles nebenher. Ist ja für uns ein großes Hobby, wenn man es so will. Und wir versuchen euch aber möglichst, ja, möglichst zeitnah immer natürlich guten Content und halt auch coole Shirts und so weiter oder coole Caps oder Tassen bereitzustellen, damit ihr halt auch einfach, ja, uns in irgendeiner Form supporten könnt, aber gleichzeitig auch was Cooles zurückbekommt. So, Werbung. Werbeblock Ende. Jetzt kommen wir zur Anleitung. Die Anleitung ist ultra klein und die Anleitung ist ultra flach. Das ist so eine typische Faltanleitung, wie wir die aus den 80er Jahren kennen. Und ihr seht, nach nur 9 Bauschritten ist dann am Ende das Modell fertig. Das ist hier wirklich kein Hexenwerk. Ne? Also ich fahre mal kurz bei euch vorbei. Ich hoffe, ihr seht das auch alles. So, und dann hier auf der Rückseite. Es ist auch sehr schön, hier seht ihr bei dem Telefonslope, dass da ein Druck verwendet wird und kein Sticker. Und dass natürlich relativ viele Standard-Bricks auch verwendet werden. Wir sehen das jetzt gleich. Die Anleitung ist übrigens in einem ziemlich guten Zustand. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Ich lege die mir mal hier schön hin. So. Und dann packen wir mal die Teile aus. Die hat Florian übrigens sehr schön verpackt. Auf der einen Seite das Fahrrad mit den Figurenteilen und auf der anderen Seite die Teile für die Telefonzelle. Es könnte übrigens, finde ich, für meine Begriffe auch eine Telefonzelle mit, die gleichzeitig auch als Bahnstation oder Busstation genutzt werden kann, denn es sind ja zwei Sitze daneben. Ja? Das heißt, da kann man das auch so ein bisschen kombinieren. So, bevor wir jetzt so ein bisschen auf das Thema Telefonzellen kommen, Telefonzellen, wer von uns kennt denn noch Telefonzellen? Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch noch Telefonzellen kennt und dann noch, wie alt der oder diejenige ist. Bevor wir dazu kommen, gucken wir uns jetzt mal schnell noch
die Figur an. So, Tütchen zur Seite. Die Figur ist eine typische 80er-Jahre-Figur, aber sehr, sehr cool mit diesem blauen, ich nutze jetzt gleich mal diese Plate hier zum Zeigen, mit diesem schönen blauen Pullover, mit diesem gestreiften Pullover, so, ne, also wirklich Standard, aber cool. Die kriegst du in der Regel schon ab 1 Euro, ja, so, nochmal von hinten. Also das ist wirklich kein Hexenwerk. Könntest du auch, wie gesagt, Thema Rebricken, kannst du auch jede andere Figur nehmen. Übrigens, wir müssen mal ganz kurz hier Coolness-Level. So, kann man natürlich auch so nach hinten drehen. Ja, dann ist das gleich ein bisschen fescher. So, stellen wir hier hin. So, und dann haben wir hier das Fahrrad. Das Fahrrad zeige ich euch auch gleich noch. Das Fahrrad ist jetzt zusammengebaut. Ich bilde mir ein, dass die Fahrräder mitunter auch ausgeliefert wurden. Da waren die Räder draußen. Es kann aber durchaus auch verschieden sein. Hier in dem Fall sind sie jetzt drin, reingesteckt schon. Das Fahrrad, das schwarze Fahrrad. Das schwarze Fahrrad ist tatsächlich das teuerste Teil des ganzen Sets. Es ist schön, so ein schwarzes Fahrrad, ne? Das schwarze Fahrrad kommt nur in neuen Sets vor. Ja? Und dieses Set hier ist 1986 das erste Set, wo das schwarze Fahrrad vorkommt. Und das schwarze Fahrrad, ich zeige es euch noch mal ganz kurz. Übrigens, da fehlt dann vorne noch, ich glaube, da wird vorne, ja, da wird vorne noch ein Roundplate dran gemacht als Licht. Das könnte ich eigentlich gleich mal machen. Mache ich gleich. Damit ihr das mal so seht, wie es am Ende auch sein soll. So, genau. So, schöne große Lampe. Das kriegst du ab 2,50 Euro. Ja? Da musst du halt immer ein bisschen aufpassen, dass da auch wirklich alles dran ist. Bei so Fahrrädern kann es auch mal sein, dass hier unten der Stand ein bisschen abgebrochen ist. Was weiß ich. Ja, 2,50 Euro, 3 Euro solltest du das bekommen. Schwarzes Fahrrad ist natürlich immer cool. Ne? Die gibt es natürlich in verschiedensten anderen Farben auch. Wir kennen das. So, und jetzt bauen wir mal los. Wir bauen los mit einer kleinen Plate. Ja, so. Plate. Also vollkommen Standard. Dann setzen wir da einen gelben Brick drauf. Und wir müssen nebenbei mal ganz kurz über das Thema Telefonzellen sprechen. Ich habe eben gerade, bevor ich den Play-Button, den Aufnahme-Button hier auf meiner Kamera gedrückt habe, an meiner Kamera gedrückt habe, überlegt, wann habe ich denn die letzte Telefonzelle gesehen? Und wir hatten tatsächlich vor unserer damaligen Wohnung, in der wir vor ein paar Jahren noch gewohnt haben, hatten wir direkt vorm Haus eine Telefonzelle und die wurde dann irgendwann entfernt und ich glaube, das ist ungefähr 10 Jahre her. Und ich habe eben gerade überlegt, ob ich irgendwo in der Stadt noch einen Spot kenne, wo Telefonzellen stehen. Und es ist mir nichts eingefallen. Ich dachte, okay, früher gab es an Bahnhöfen auch Telefonzellen. Aber ist das noch so? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr irgendwo noch Telefonzellen kennt. Hier übrigens der schöne Slope, ja, auch ganz, ganz neckisch. Kennt ihr noch Spots, wo es Telefonzellen gibt? Denn im Endeffekt, ich bin ja jetzt auch schon im Alter, ich bin Anfang der 80er Jahre geboren und ich weiß natürlich, dass viele von euch auch in der Dreh geboren sind, manche auch sogar früher, einige auch später. Aber ich glaube, dass jeder von uns, jeder, der hier das Video guckt, Telefonzellen noch kennt. Aber es gibt tatsächlich jetzt eine Generation, die heranwächst, die vielleicht mit dem Begriff Telefonzellen nichts mehr anzufangen weiß. Guck mal hier. Auf dem Telefon oben ist übrigens eine 1x2 Fliese jetzt drauf. Das sieht wirklich aus wie so ein Telefon und der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, du kannst diese Fliese auch abnehmen und kannst diese Fliese der Minifigur in die Hand geben. So, dann sieht das nämlich so aus. So. Und die kannst du auch der Minifigur so ein bisschen, kannst du tun, als wenn die hier telefoniert. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das sieht dann von hinten so aus und von der Seite sieht es dann so aus. Ja, das heißt, man kann da so tun, als wenn diese Figur so telefoniert. Und das finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Also Lego nutzt ja auch solche Fliesen, um Handys darzustellen, auch heutzutage noch. Aber natürlich damals auf dem Basic-Level, wo wir uns jetzt hier befinden, mit diesen Basic-Bausteinen und so, ist das natürlich einfach auch eine sehr, sehr clevere Lösung. Und ich glaube nicht, dass Lego das auf dem Schirm hatte, als sie diese Fliesen das erste Mal auf den Markt gebracht haben. Aber hier in dem Set haben sie das und auch in anderen Sets. Ich kenne auch andere Sets. Ich kenne auch eine Polizeizentrale und auch diverse andere Sets, wo das auch so ist, dass hier da ein Telefon ist mit so einem Hörer oben drauf, den man tatsächlich auch benutzen kann. Finde ich eine großartige Sache. Ich weiß, da spreche ich immer drüber, aber mich flasht das halt einfach. Ja? Also das ist halt
Wie soll ich sagen? Eine simple Sache, aber die Sache flasht mich halt trotzdem. Ja, manchmal sind ganz simple Sachen halt auch ja, extrem unterhaltsam. Ja? So. Ja, und Telefonzellen, also wie gesagt, wer braucht denn heute noch eine Telefonzelle? Heute hat man ein Handy. Ja? Ich erinnere mich auch noch an Situationen, wo ich im Grundschulalter mal in Telefonzellen war, um da Freunde anzurufen. Ja? Also bei denen habe ich dann zu Hause angerufen, habe dann gefragt, ja, hast du Zeit und so weiter und dies, das. Und dann kamen irgendwann solche Messenger auf, solche kleinen Geräte, wo du, wie hieß das? Quicks? Kann das sein? Quicks? Wo du dann sozusagen kurze Nachrichten bekommen konntest, hast das dann so gelesen. Ich glaube, es gab sogar eine Swatch mit so einer Nachrichtenfunktion und da hast du gesehen, wer dich angerufen hat, glaube ich. Ich glaube, du musstest da anrufen, konntest irgendwie kurz was aufsprechen. Das wurde dann als Textnachricht angezeigt und konntest dann sozusagen zurückrufen, aber nicht mit diesem Messenger, den du hattest oder mit der Uhr, sondern du musstest dann halt wieder an eine Telefonzelle zum Beispiel. Wenn du unterwegs warst, war die Telefonzelle die erste Wahl und dann hast du Leute zurückgerufen und so. Ich erinnere mich auch dran, mein Vater hatte auch so einen Messenger, der hat als Arzt gearbeitet. Ist mittlerweile im Ruhestand. Viele Grüße an der Stelle. Die Anfangszeit sah auch so aus. Du hattest dann so einen Pieper, ne? Und dann hat dich jemand angerufen und dann hast du versucht, möglichst schnell zurückzurufen. Ich glaube, solche Pieper gibt es auch immer noch. Ich weiß auch, dass wir sehr, sehr lange kein Telefon zu Hause hatten. Ich glaube, Ende der 80er haben wir, glaube ich, ein Telefon bekommen. Und vorher war es dann so, wenn mein Vater angerufen wurde, Bereitschaft hatte mit dem Pieper dann. Und der Nummer, glaube ich, zu einer Nachbarin, die drunter gewohnt hat, gegangen ist, die ein Telefon hatte, um dann zurückzurufen. Also das waren Zustände, sage ich euch, mit heutigen Zuständen nicht zu vergleichen. Heute kannst du an jeder Stelle, überall mit deinem Handy, wenn du Empfang hast, irgendwen anders anrufen. So, ja. So, und während ich hier so vor mich hin quatsche, ist das Set auch schon fertig. Ja, hier so diese kleine, süße Telefonzelle mit den zwei Sitzen. Laut Anleitung stellt man das Fahrrad noch hier hin. Und dann stellt man den Dude noch hier hin. So. Und schon hat man das komplett fertig. Und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, Mini-Set mit großem Spielspaß oder Mini-Set mit der großen Spielwelt. Übrigens noch so eine kleine Lampenplate, so eine Roundplate übrig. Mit großem Spielspaß. Und mich begeistert das total. Und ich bin mir auch relativ sicher, wenn ich das damals als Kind bekommen hätte. Ich hätte das relativ schnell zusammengebaut, hätte das irgendwo hingestellt und hätte sofort ein Spielszenario gehabt. Denn mit dem Fahrrad hast du natürlich einen Dude, der fährt durch die Stadt. Vielleicht fällt ihm gerade eine, oh, ich muss noch jemanden anrufen. Dann ruft er jemanden an. Dann gibt es irgendwelche Themen, irgendwelche Probleme, irgendwelche Herausforderungen, die da entstehen. Dann muss er von A nach B. Oder vielleicht sitzt hier auch eine andere Figur schon, wartet auf ihn. Das ist ein Treffpunkt, ja. Es gibt da tausend Möglichkeiten. Und natürlich könnte man auch mit einem ganz normalen Standard-Slope, der nicht bedruckt ist, und mit so einer Fliese auch ein Telefon nachbauen. Also, ne, Thema, du hast jetzt irgendwie so ein 80er-Haus, wo kein Telefon drin ist. Ja? Ich ziehe mal mein Lieblings-80er-Haus raus, die 6360. Habe ich übrigens auch schon ein Video dazu gemacht. Das hatte ich auch tatsächlich in meiner Kindheit. Da ist kein Telefon drin. Aber du kannst natürlich mit einem Slope und mit so einer Fliese da auch ein Telefon reinstellen. Und dann muss der Slope noch nicht mal bedruckt sein. Und dann könntest du, wenn du das Haus hast und hast an einer anderen Ecke, irgendwo im Kinderzimmer hast du die Telefonzelle, dann ruft der Dude hier an, da klingelt es da. Ja, wann soll ich nach Hause kommen? Soll ich noch irgendwas mitbringen? Soll ich, ne? Keine Ahnung. Da entstehen extrem viele Spielszenarien. Und deswegen finde ich das großartig. Und das halt mit ganz wenig Steinen. Und ich würde mir wünschen, dass es sowas von Lego auch heute noch gibt. Denn ja, mit wenig Steinen eine Spielwelt zu bauen, ist für mich die große Herausforderung. Die große Herausforderung für mich besteht jetzt nicht darin, 4000 Steine zu verwenden und eine riesengroße Burg zu bauen. Ne? Sowas. Oder das Mountain Fortress der Black Falcons, was ich neulich vorgestellt habe. Das ist keine Herausforderung, mit vielen Steinen was zu machen. Die Herausforderung besteht darin, mit wenig Steinen was zu machen. Und solche Sets zeigen, dass das funktioniert. Wie gesagt, du hast sogar das Spielfeature mit dem Telefonhörer. Du hast ein Fahrrad, wo der rumfahren kann. Und du hast eine Menge, ja, kreativer Geschichten, die sich drumherum spinnen, liebe Freunde. Ich hoffe natürlich, konnte euch ein bisschen mitnehmen auf die Zeitreise Richtung Telefonzelle. Schreibt gern mal die lustigste Geschichte unten in die Kommentare, die ihr mit einer Telefonzelle erlebt habt.
Wie gesagt, ich denke noch sehr, sehr stark an Telefonzellen. Thema Telefonkarten gab es ja dann auch. Es gab ja regelrechte Sammler von Telefonkarten. Das war ja dann so der nächste Step, eigentlich so der erste Step Richtung digitales Bezahlen an so einer Telefonzelle. Und die Telefonkarten zeigen ja, was Telefonzellen zum damaligen Zeitpunkt für eine Tragweite hatten in der Gesellschaft. Denn da hatte fast jeder irgendwie eine Telefonkarte dabei und konnte die da irgendwo reinschieben. Also unglaublich. Heutzutage kommt einem das schon fast steinzeitlich vor. Ist aber nur ein paar Jahre her. Das müssen wir uns bewusst machen. Ja. Ja, schreibt es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Schreibt auch gerne mal rein, wenn ihr das Set selber hattet, und auch vielleicht eigene Gedanken zu dem Set. Und ja, zieht euch unbedingt noch mehr Sets aus der Stadt-Playlist rein. Die verlinke ich euch mal. Und ich würde sagen, bleibt entspannt, bleibt auf Empfang und bis bald. Bye, bye.